Es gibt sie, diese Momente im Fußball, von denen man sich sicher ist, dass man sie niemals vergisst. Genau einen solchen Moment hat uns Thorsten Frings am Samstag geschenkt. Einen Moment voller Gänsehaut, voller Erinnerungen und natürlich mit vielen alten Weggefährten. Waren natürlich viele, viele schöne Spiele dabei. Auch außerhalb vom Platz haben wir natürlich unsere Erfahrungen gemacht. Wir waren oft mit der Nationalmannschaft, wie gesagt, unterwegs. Seit der U21 kennen wir uns. Und das schweißt natürlich zusammen. Ne? Wir kennen uns, wir wissen, wie wir ticken. Und es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Es gab einen, glaube ich, passenden Satz, den ich heute irgendwo gelesen habe. Man darf sich nicht ablenken lassen. Und ich denke, das hat er ganz gut immer verkörpert. Wir haben immer gegeneinander gespielt. Wie er bei Alemannia angefangen hat, habe ich bei Fortuna Sittard gespielt. Also in der Jugend hat es schon angefangen, damals Eindhoven, er bei Dortmund. Barcelona, Bremen, glaube ich, Nationalmannschaft. Wir haben sehr oft gegeneinander gespielt. Er ist der Spieler, wo ich am Hauptsache gegen gespielt habe. Aber ich wollte gerne mit ihm spielen, weil es ist ekelhaft, um gegen ihn zu spielen. An diesem Tag nun durfte er nicht nur mit dem Lutscher zusammenspielen, sondern sogar zusammen feiern. Mit dem Schiff ging es über die Weser zum Stadion. Ein erstes Wiedersehen mit alten Freunden. Meine ersten 6 Monate hier in Bremen sind so schwer. Und Frings, Marco Bode, sie haben immer helfen. Ich habe keine Deutsch sprechen, ich verstehe nicht Deutsch. Und Frings ist ein Spieler und habe immer helfen. Und natürlich habe ich sehr, sehr zufrieden mit ihm, Spaß dabei. Und natürlich ein super Fußballspieler auf dem Platz auch. Und das ist ein super Tipp, super Mann. Und viel Glück jetzt mit deiner neuen Position, neuen Funktion. Aber heute ist sehr, sehr großes Kompliment für Thorsten Frings. Ein großer Tag für Thorsten Frings, da ließ sich auch sein langjähriger Trainer nicht zweimal bitten. Ja, er hat mich ja gefragt, sehr früh auch gefragt, als eben dieses Spiel angedacht war und ich wusste, dass ich ihm diesen Wunsch nicht abschlagen konnte. Genau wie Thomas Schaaf erging es offensichtlich vielen Werder-Stars. Und so wurde das Abschiedsspiel für den Lutscher zu einem großen grün-weißen Klassentreffen. Die meisten der Anwesenden verbinden persönliche Erinnerungen mit Werders Nummer 22. Thorsten hat mir viel geholfen hier, weil ich war ganz neu hier und Thorsten mit viel Erfahrung schon Nationalmannschaft und der große Verein und hat mir viel geholfen und ja, ich bin sehr froh, dass ich mit Thorsten zusammengespielt habe. Und er war für mich der beste Mittelfeld für mich. Das Mittelfeld, Frings sportliche Heimat, auch wenn er als Stürmer zu Werder kam. Hier hat er mit Großen zusammengespielt. Am Samstag nun in einer Mannschaft, die wohl jeder Werder-Fan im Traum erdacht haben könnte. In diesem Konzert der Werder-Legenden stand am Samstag er allein im Mittelpunkt. Ja, ich muss sagen, das war ein ganz, ganz fantastischer Abend und war sehr, sehr emotional. Ich glaube, für alle Spieler unten auf dem Rasen, aber auch für die Zuschauer war es ein ganz, ganz toller Abend. Die Zuschauer waren von Anfang an richtig super drauf und Thorsten hat den Abschied, glaube ich, bekommen, den er auch verdient hat. Ich denke, ihr habt schon die eine oder andere Erfahrung. Dennoch muss man sagen, war es eine Gänsehautatmosphäre. Ganz extrem ist mir aufgefallen, dass die Zuschauer einfach unheimlich sympathisch, fair und nett waren, weil ich meine, es waren alle unterschiedlichen Charaktere heute da an Spieler, die auch nicht unbedingt mit Werder zu tun hatten und vielleicht eher Gegner waren in der Vergangenheit und trotzdem sind sie empfangen worden mit einem sympathischen Applaus und das war sehr beeindruckend. Ein beeindruckender, ein unvergesslicher Abend im Weserstadion. Für einen unvergesslichen Werder-Spieler. Wir sagen Danke, Thorsten.